So, dann wieder herzlich willkommen zur Spätausgabe. Hier ist es gerade kurz vor 8 Uhr. Die Märkte handeln noch rege und deshalb kommen wir auch kurz zu dem DAX zu sprechen. Hier gab es heute mehrere Updates. Ich öffne hier den Chart, der heute im Vormittagsvideo zu sehen war. Hier 9 Uhr ging die Sendung live. Von dort aus, man kann es ja noch mal auf die 5 Minuten runtergehen. Hier 9:10 Uhr, 9:15 Uhr war hier diese Marke benannt worden, oberhalb von 10.520 wäre ein Gap Close möglich, allerdings eben nur bis 10.580. Wieso? Habe ich hier aus der Stunde im Prinzip abgeleitet, weil hier auch ein horizontaler Widerstand lag, der komplette Gap Close lag oder wäre rund, wenn hier, aber das ist ja auch nur die Indikation, ist der Future. Ich schaue nur gerade, ja, im Future würde auch kein kompletter Gap Close, da haben auch noch 4 Punkte gefehlt. Hier haben im Prinzip 7, 8 Punkte gefehlt. Egal, hier war richtig und von der zweiten Bewegungsrichtung war hier die genannt worden, knapp unter 10.500 Punkten, dass von dort aus nochmal eine Erholungsbewegung gibt. Wenn man das jetzt hier in etwa hier vorne halt anlegt, ist zwar nicht ganz hoch gelaufen, so gewollt, aber hier nochmal ein Update, dass man hier vorsichtig, beziehungsweise nachdem eben diese Bewegung so eingetreten ist, in etwa wie gewollt, diese dann so eingetreten ist, dass man sich dann davon verabschiedet, habe ich dann geschrieben hier. Neues Szenario wird nicht mehr geben. Morgen früh werde ich dann ein neues erstellen. Ich hoffe, relativ genauso, auch wahrscheinlich höchstens mit, auch wahrscheinlich mit mehreren Varianten. Märkte sind halt im Moment nicht einfach. Aber wenn man jetzt hier auch sieht, exakt mal hier nochmal abgeprallt. Wer jetzt oder das Video nachher noch anschaut, klar, wäre hier eine Möglichkeit, vielleicht ein paar Punkte mitzunehmen. Aber im Prinzip, wer nicht dann am Rechner hockt, muss das hier auch nicht handeln. Des Weiteren gab es hier vielleicht noch eine Möglichkeit, in Xing einzusteigen. Gab es hier schon einen schönen Rücklauf, nicht einen Rücklauf, eine schöne Bewegung. Wer Godmode Trader da verfolgt, war noch eingezeichnet leicht runter. Da kam die Bewegung und heute habe ich sie eben hier auch nochmal vorgestellt. Die Ausbruchsmarke liegt halt weiter höher, aber antizyklisch sicherlich sehr interessant. Befinden wir uns hier in einer schönen Aufwärtsbewegung. WTI habe ich jetzt hier nochmal neu vorgestellt. Im Prinzip die Marken belassen, gab es nichts weiteres hier erstmal recht unspektakulär, ist glaube ich der Handelstag heute hier verlaufen. Ja, nichts Großartiges. Wieder noch DAX, 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 Gold. Habe ich dann auch noch was Neues, aber da kommen wir im Prinzip gleich dazu, den kann ich hier dazu laden. Also zunächst Gold hatte ich heute Morgen dann vergessen, aber da ist auch nicht viel passiert. Update dann gebracht, wenn man jetzt hier einen Wochenchart anschaut, beziehungsweise den kann man jetzt erstmal überspringen, weil es nichts noch nicht aussagekräftig war. Der Tageschart, das sind so Inside Days, also da wartet man auch auf einen Ausbruch, 4 Stunden Basis. Wie das Bild sich jetzt hier so ergibt, muss man. Aber das zeige ich ja auch hier nachher in dem anderen Chart. Hier ist ja dann die Marke auch eingezeichnet. Stundenclose, 4 Stunden Close über 1260 sollte hier jetzt endlich für Aufwärtsschwung sorgen. Das resultiert eben aus dem Stundenchart und aus dem 4-Stunden-Chart die Marke.
Des Weiteren ist natürlich hier die Stoppmarke wichtig auf Tagesschluss bzw. Stundenschluss eigentlich schon. Wird es hier negativ. Silber hat jetzt hier die Daten nicht geladen. So, Daten sind da. Tageschart, Seitwärtsbewegung, Stundenchart. Da ist die Volatilität komplett raus. Auch hier kann man eine Trendlinie zeichnen. Hier dürfte sich dann die alte Marke wieder, oder kommt die alte Marke ins Spiel, 17,55. Und sonst gibt es da auch nichts weiteres zu sagen. Hier erwähnt Rückläufe zum Shorten. Hier gab es dann Rücklaufrichtung, ja, 1,3180. Heute Morgen war das so eingezeichnet. Ja. Die Richtung passt. Noch ein Wort zur Nasdaq. Lief heute Morgen ja in den Bereich rein. Sehr lange 4-Stunden-Kerzen, oder die aber alle dann am EMA 200 abprallen, was wirklich interessant ist, aber dafür muss halt der DAX auch ein bisschen mitspielen, oder kommt mal eine positive Meldung raus, ist die Deutsche Bank, da hatte ich es allerdings eben auch noch so gezeichnet, dürfte hier Intraday, kann es runtergehen, trotzdem sind die Marken, die hier eingezeichnet, der Stopp und auch die Unterstützung sehr wichtig, dass die eigentlich natürlich halten. Zur Lufthansa noch ein Wort. Konnte heute ein neues hier Verlaufshoch generieren, allerdings nicht halten. Fiel wieder zurück. Das kann sich jetzt hier schon so nochmals ergeben, wie schon hier eingezeichnet. Trifft das neue Hoch. Kann sich jetzt hier diese komplette Bewegung eben korrigieren, was auch nicht schlimm wäre. Also kann es auch noch mal die Position ins Minus laufen, dies dann auf Schlusskursbasis, oder im Idealfall wird dies auch gar nicht angelaufen, dann die 59 oder 9,45. Bin ich optimistisch, dass das hält. Beim anderen DAX-Wert zeigt auch heute Schwäche, nachdem es hier wirklich Stärke gezeigt hat. Wenn ich jetzt das hier neu analysieren müsste, wegen den Tageskerzen, dann wäre hier definitiv unter dem letzten Tief mit dieser Bewegung zu rechnen. Oberhalb würde ich es jetzt hier fast nur noch grau einzeichnen. Muss man sehen, wo sich das sich hinbewegt. WTI im Prinzip noch australische oder kanadische Dollar 1,2, ja, nicht hier ganz 1,2, dreimal abgeprallt heute mit der Kerze, auch erwähnt antizyklisch, hier unten kann man immer einsteigen, hier ist eben auf Schlusskursbasis nicht aktiviert worden, wie oft erwähnt, das ist natürlich auf Tagesbasis brechen muss die Marke, um das auszulösen, aber die Konsolidierung gefällt mir im Moment schon noch, aber komm, dürfte natürlich aus Schwung reinkommen, wenn die Marke bricht. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis morgen früh.